Ja, heute den ganzen Tag hatte ich überhaupt keine Kraft. Ich weiß nicht warum. Ich habe, glaube ich, vor einer Woche ungefähr das Buch angefangen. Also das Kleinste ist das Gelesene. Ich habe euch noch nicht erzählt, dass uns am Freitag eine E-Mail gekommen ist, also den Schülern, wo dann drin stand, dass am 5., dann irgendwie am 15. und am 20. da immer irgendwie donnerstags und freitags abwechselnd dann solche Workshops stattfinden mit irgendwelchen bekannten Regisseuren und Filmemachern, die dann aus New York oder so extra zu uns an die Schule herkommen und man dann irgendwie lernt, wie man filmt, wie man einen Film erstellt, wie man einen Film schneidet und dann kann auch noch Übungen gemacht werden und genau, also die haben gesagt, wer zuerst kommt, der hat auch eine größere, bessere Chance. Ich glaube schon, dass viele sein werden, die sich daran interessieren. Deswegen weiß ich nicht, kann wahrscheinlich noch sein, dass sie dann sagen, nee, kein Platz für dich, so wie letztes Mal beim Poetry Slam Workshop. Mal gucken, ich habe die E-Mail geschrieben, ich habe noch keine Antwort bekommen. In einer Woche müsste es eigentlich ungefähr stattfinden, aber mal gucken, es würde mich schon echt interessieren. Vor allem, ich mache YouTube, ich müsste als Erste drangenommen werden. Wahrscheinlich werden die dann irgendwie was schneiden oder selber erstellen. Das ist halt scheiße, weil dann muss man nach der Schule nochmal da bleiben bis 3. Es fängt um 12:20 Uhr, glaube ich, an. Also wenn der Unterricht. Also da werden wir definitiv Unterricht haben, dann werden wir befreit. Vielleicht werde ich was für YouTube dazu lernen. Oder für mein Leben. Ich habe heute Nacht auch so schlecht geschlafen, weil mein Kissen einfach zu niedrig war. Also ich habe mir vergessen, ein zweites drüber zu legen. Und ich. Vielleicht war ich deswegen heute den ganzen Tag so kaputt. Was? Oh. Leute, ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Jeanshosen wegschmeißen, weil die reißen einfach. Da, wo die Löcher sind, die reißen. Schaut euch mal diese Jeanshose an. Also das Loch war eigentlich nicht drin. Nur das da. Und dann war das so, dass ich noch in meiner alten Klasse saß und ich da einfach überhaupt keine Lust drin hatte zu sitzen und mir alles so weh tat und ich keinen Bock mehr hatte. Und ich war immer so genervt und wir hatten auch immer so lange bis 4 und keine Ahnung, ich habe mich aber nicht wohl gefühlt und habe ich die ganze Zeit in diesen Fransen da rumgezogen und dann hat sich praktisch noch so ein Loch gebildet. Der ist dann eskaliert. Genau, der Loch hier, das Loch hier. Das sieht jetzt glaube ich nicht so groß aus, aber. Ja, Leute, schaut euch mal. Das sieht echt unecht aus. Der Loch sieht echt un. Das Loch sieht irgendwie unecht aus. Ja. Und heute hat es auch plötzlich irgendwie angefangen zu schneien. Also es war ein bisschen Schneesturm, dann ging es wieder. Ich glaube, irgendwie alle haben diese Löcher angeschaut, weil sie dachten, ja, eins, zwei, drei Löcher bei einem Schneesturm. Aber die ist so bequem. Und ich habe noch eine zweite Hose, die mir eben an diesem Hosenbeinansatz geplatzt ist. Also die sind alle so bequem. Ich finde einfach keine bequemen Hosen. Ich glaube, ich habe jetzt überhaupt keine Hosen mehr. Außer eine. Ich glaube es halt einfach schon wieder nicht, dass in 3 Tagen einfach März ist. März. Das ist schon Frühling eigentlich. Klar gab es auch ein paar Male, dass dann plötzlich der Winter so angefangen ist im März oder auch noch vor 5, 6 Jahren der Winter nicht mehr aufgehört hat. Gerade wird halt so eine richtige Panik geschoben wegen Corona, weil also es gab hier auch ein paar Berichte oder Reportagen oder Meinungen, dass das alles nur erfunden ist, dass es einfach nur irgendwie etwas war, um die Menschen irgendwie in Panik zu versetzen. Aber ich denke hier nicht, dass es zu dem Ausmaß irgendwie erfunden sein kann. Jetzt wurden noch, glaube ich, einige Fälle in Europa gefunden. Also ich glaube in Italien. Also in Italien sind auf jeden Fall einige. Ich glaube, ein Hotel ist geschlossen, dann noch irgendwie so eine Einrichtung und ich glaube auch noch irgendeinem europäischen Land. Ich habe in Schweiz, in Deutschland. Ich frage mich halt, wenn die Leute wirklich so hart unter Kontrolle genommen werden. Wenn man, ich weiß nicht, irgendwo am Arsch der Welt ist und dann kommt plötzlich eine Kontrolle rein mit diesen Fieberthermometern und man aus China und allen anderen Ländern nicht kommt, weder mit dem Bus noch mit dem Flugzeug noch mit sonst irgendwelchen anderen Mitteln und dann
ist trotzdem irgendwie paar Coronavirus-Infizierte geschafft haben, dann das Ganze doch auf ein paar Kontinente zu verbreiten. Also ich weiß auch nicht, wie es bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel in Italien oder sonst wo, also wie das bei ihnen diagnostiziert wurde, ob sie da selber irgendwie eine Ahnung hatten oder irgendwie überprüft wurden. Aber wenn es so stark und so streng geregelt wird, dass dann alle abgesperrt werden, alle in Quarantäne, alles wird, jeder Meter, Zentimeter wird mit irgendwelchen Desinfektionssprühen besprüht. Und jetzt haben halt auch manche Angst, weil, also in Norditalien sind, glaube ich, diese Fälle nicht irgendwo anders. Und da sind ja auch Urlaubsorte und jetzt ist auch eigentlich so eine Zeit, wo Urlaub gebucht werden kann. Also wenn man halt vom Guten wählen will, muss man eigentlich schon, ja, entweder schon bestellt haben oder jetzt langsam so bestellen, wenn man nicht, ja, Resthotels übrig haben will. Und manche haben schon bestellt, manche überlegen sich, dort eben Urlaub zu machen. Und jetzt ist halt die Frage, ob, also bis Juli, August, wo die Sommerferien dann sind, eben dieser Coronavirus einfach schon weg sein wird oder nicht. Das war gerade wieder so klar. Ich habe wieder eine E-Mail bekommen, dass ich nicht für diesen Filmworkshop genommen wurde. Lieber Filminteressent, leider haben wir keinen Platz für Sie. Das war wieder so typisch, ne? Egal. Komme ich einfach früher nach Hause. Dann erzählen mir die anderen. Ja, ich kläre einfach die anderen Fragen, was die gemacht haben, wenn sie überhaupt genommen wurden. Ich werde nirgendwo aufgenommen. Ich warte hier gerade, bis eine Spitze gemacht wird und dann gehen wir zum Friseur. Ich weiß nicht, ob man das vorhin so richtig gesehen hat, weil da waren sie ja auch noch nass. Also der hat mich mit nassen Haaren rausgelassen. Also hatte ich schon geföhnt, aber die waren halb nass. Und jetzt, ja, braun, braune Pullover, dunkle Haare. Jetzt sieht man das, oder? Findet ihr, man sieht, ich finde schon, man sieht einen Unterschied. Also bei mir ist es ja auch ein bisschen komisch, mal sind meine Haare richtig glatt, mal sind sie gelockt, mal sind sie mittlig, mal sind sie irgendwie plötzlich hier, wenn ich mal einen Dutt hatte. Heute hatte ich wirklich richtige Locken drin, deswegen waren sie auf jeden Fall viel kürzer, als sie in Wirklichkeit waren. Und als er dann meine Haare gewaschen hat und die dann noch nass waren, als ich rausgegangen bin, sah das natürlich so aus, als ob da gar nichts runtergekommen ist, aber eigentlich schon. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie mir einen Bob machen oder so, sondern nur 2, 3 Zentimeter, weil ich sie ja länger kriegen will. Beziehungsweise hatte ja das ja nichts damit zu tun, aber ich wollte den Spliss und die trockenen Enden ja wegmachen. Ich glaube, das war der kürzeste Abstand, in dem ich meine Haare geschnitten habe. Das letzte Mal habe ich sie am 4. Dezember geschnitten. Da war bei mir so ein richtiger Beauty Day. Da habe ich meine Haare geschnitten. Da habe ich mir was im Gesicht machen lassen und habe meine Nägel gemacht. Und jetzt ist der 27. Februar. Ja, nicht mal 3 Monate waren das und ich habe schon meine Haare geschnitten. Jo. Ja, übrigens hat auch plötzlich der Schnee angefangen hier. So 3 Tage vor März kommt dann plötzlich so ein krasser Schnee. Jetzt ist draußen dunkel, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber hoffen wir mal, dass er morgen immer noch da ist. Also ich finde es schön, wenn der Schnee da ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er eigentlich jetzt nicht mehr so lange da sein wird an diejenigen, die zum Beispiel sagen, ich hasse Winter. Ja, ich liebe Winter. Aber ich finde, im Winter muss auch mal Schnee sein. Und der Sommer und der Frühling, die nahen ja eh schon. Also März ist ja schon Frühlingsanfang.